Also letzte Woche mit dem Mischwald, da habe ich euch ganz schön lang von euren Bäumen und von eurem Wochenende abgehalten. Deswegen machen wir heute was ein bisschen kompakter, alles in einem Stück. Auch nicht 2 Jahre Vorbereitung, aber auch mit mehreren Stämmen. Wobei 2 Jahre Vorbereitung stimmt dann irgendwie doch, oder war es sogar länger? Jetzt aber erstmal hi und herzlich willkommen zu My Bonsai and Koi. Ja, wir kramen heute mal ganz, ganz tief im Archiv und das musste ich auch in meinem Büro, denn ich habe tatsächlich hier noch ein Bild. Und dieses Bild, das will ich euch mal zeigen. Schaut mal hin, das ist meine Vision. Damals hatte ich gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das habe natürlich nicht ich gesagt, sondern Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler in unserem Land. Aber was ich am Ende des ersten Videos zu diesem Projekt gesagt habe, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Bis das Ding hier, bis dieser Taxus meiner Vision in meinem Köpfchen auch nur annähernd herankommt, beziehungsweise an das, was ihr vorhin so auf weißem Papier gesehen habt, da werden ein paar Jährchen vergehen, das wird definitiv ein Langzeitprojekt. Es wird dauern, bis die Vision in die Schale wandert. Und es ist immer noch ein verdammt langer Weg, bis die beiden einigermaßen zueinander finden. Aber ehrlicherweise, ich möchte eigentlich, dass es deutlich besser aussieht als hier auf meinem Gemälde. Ja, da ist sie, die Eibe. Nach 3 Jahren, inzischen vermutlich 4, vielleicht sogar 5 Jahre in dieser Schale. Was habe ich gemacht die letzten 3 Jahre? Ich habe sie ab und zu mal dezent, wirklich sehr dezent zurückgeschnitten. Ich glaube, letztes Jahr fast gar nicht und dieses Jahr noch überhaupt gar nicht. Denn ich wollte natürlich ein Stück weit Auswahl am Baum, an den Stämmen haben. Und die, so empfinde ich es zumindest, die habe ich jetzt. Zameiben natürlich ein ganz großes Problem. Sie sind unheimlich schnittverträglich. Sie wachsen unheimlich gut, was die neuen Triebe anbelangt. Aber am Stamm, ist das eine Geschichte, die kann ewig dauern. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es wird Zeit für den nächsten Schritt hier bei meiner Eibenvision mit mehreren Stämmen. Und dazu würde ich sagen, schneiden wir das gute Stück erstmal auf einen Maß, damit sie nicht so weit weg ist. Sprich, ich nehme mir jetzt hier oben die Triebe, die werden definitiv keine Rolle spielen und erzähle euch so ein Stück weit, was euch jetzt in diesem kompakten All-in-One-Video nach dem Langläufer-Mischwald erwartet. Ich werde Äste aussieben, wie ihr es ja gerade schon seht. Also nicht nur zurückschneiden, nee, ich möchte sie auch ein Stück weit aussieben. Ich möchte Draht an die Eibe legen. Ich möchte ihr ein Stück weit, möchte ich sie in die Struktur bringen, wie ich mir es vorstelle. Und das heißt, ich werde hier, nehmen wir den Ast hier einfach mal ganz exemplarisch, an so einem Ast werde ich ein Stück weit wegschneiden, direkt in den Grünabfallbehälter reingeschnitten und dann Draht anlegen, damit ich mit diesen Ästchen, die hier sich im Moment natürlich alle nach oben bewegen, damit ich mit denen ein Stück weit spielen kann. Tja, und vor das Spielen, davor steht leider, naja nicht leider, aber es ist nun mal so, da steht das Drahten. Das heißt, ich mache es jetzt ganz kompakt für euch zusammengeschnitten. Ich hau hier jetzt mal wahrscheinlich ein paar Meter Draht dran, schneide auch zurück. Und schneiden ist ein gutes Stichwort. Ich schneide euch das zusammen, gebt mir so 3, 3,5 Minuten
Und wenn es dann ums Stellen geht und wenn wir auch ein Stück weit auf die angestrebten Totholzpartien bei der Eibe schauen, dann hole ich euch wieder mit Wort und Bild dazu. Oh Mann, was habe ich wieder getan? Warum erinnert mich das jetzt unheimlich an das Jahr 2020? Irgendwie ist es mal wieder mit mir durchgegangen. Aber ich habe mir schon ein Stück weit dabei gedacht, ich habe natürlich jetzt sehr, sehr viel Grün weggenommen. Aber ihr habt auch gesehen, ich hatte unheimlich viel Grün, das sehr lang war. Und damit für mich, was die Gestaltung anbelangt, ohne Belang. Dann hatte ich sehr, sehr viel Grün direkt an den Stämmen. Das musste auch weg. Und jetzt kann sich die Eibe wieder auf die Regionen konzentrieren, wo ich gerne Wachstum, schöne Pads, schöne Polster hätte. Ja, Polster. Polster sollten noch gestellt werden. Hier war auch schon 2020 meine Vorderseite und die sehe ich eigentlich immer noch gegeben. Aber ich möchte zwei, drei Schritte, bevor ich in die
Aststellerei einsteige, möchte ich noch zwei, drei andere Schritte gehen. Der hier hinten, der gefällt mir nicht ganz so gut. Der fällt so ein Stück weit aus der Geschichte nach hinten raus. Deswegen werde ich ihn drahten und hier versuchen, ein klein wenig noch einen Schwung reinzubringen. Da kommt jetzt also noch mal eine Portion dicker Draht dran. Und dann habe ich noch diesen hier. Ich glaube, der war in meiner ursprünglichen Planung. Ich müsste noch mal auf die Zeichnung schauen, ist aber jetzt auch egal. Als Totholz gedacht. Den werde ich hier von der Rinde befreien und hier geschwungen nach unten gehen, dass er sich hier ein Stück weit mit dem Totholz bis hier unten in den Ansatz hin fortsetzt. Die zwei Äste hier, schauen wir mal, ob sie es dann packen. Wenn nicht, wäre es für mich nicht ganz so schlimm, weil eben einer von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stämmen auch gerne, naja, tot sein kann. Und nächste Baustelle, wir bleiben beim Thema Totholz, ist dieser hier. Wenn man sich jetzt die 6 Stämme anschaut, ist das hier mit Abstand der dickste. Das gefällt mir nicht so, weil er an der Seite ist. Und deswegen werde ich den hier oben schon begonnenen Totholzbereich hier entlang ziehen. Auch hier hinten und ihn hier auslaufen lassen. Und dann müssen wir einfach schauen, wie sich die Äste hier entwickeln. Ich gehe davon aus, dass wenn ich hier so ein Drittel Totholz reinmache, dass der Baum bzw. die restliche Rinde dazu in der Lage ist, diesen Bereich hier weiter zu versorgen. Und was ich damit bezwecke, ja, ich möchte nicht, dass er noch dicker wird. Und wenn ich ihm Totholz nehme, vielleicht auch noch ein, zwei Ästchen ausdünne oder wegnehme, dann stagniert er im Gegensatz zu denen hier eventuell oder vermutlich in seiner Entwicklung. Ja, also dann dicker Draht, Rinde weg und dann machen wir ein bisschen Aststellerei danach.
spielen wir doch noch ein bisschen mit den Ästen. So, Vorderseite haben wir hier. Und ihr seht, ich bin gerade an diesem mit wirklich meinem dicksten Draht geformten sechsten Stamm an diesem. Ist es ein Clumpstyle? Ein Stammansatz? Mehrere Wege nach oben? Naja, könnte doch als Clumpstyle durchgehen. Ja, so richtig zufrieden bin ich mit dem hier hinten nicht. Ich habe ihn mal so grob in eine Position gebracht. Ich kann ihn aber auch im Moment nicht richtig beurteilen, weil dieser dicke schwarze Draht, der trägt so dermaßen auf, dass natürlich dieses eigentlich zarte Stämmchen deutlich heftiger aussieht. Aber er hat halt eine Funktion. Ja? Er hat die Funktion, mir hier hinten in einem gewissen Maß für Tiefe zu sorgen, hier bei meinem Eibenprojekt mit den mehreren Stämmen. Die ganzen Aststellungen, die sind jetzt mal angedacht. Das ist für mich noch kein Endspiel. Ja? Ich sitze hier auch relativ nah drauf. Das heißt, der Baum wird jetzt erstmal an eine Stelle hin platziert, wo ich öfters mal vorbeilaufe. Da habe ich so meine zwei, drei Positionen im Garten. Und dann könnt ihr Gift drauf nehmen. Ich drehe da andauernd an irgendeinem Ast noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da, noch ein bisschen hier. Vielleicht auch noch ein Stückchen nach unten. Aber auch die dickeren Äste haben noch eine gute Beweglichkeit in sich, sodass das auch ein Prozess sein wird. Ich werde, wie gesagt, darauf achten, dass ich nicht mehr so viel Grün am Stamm und nach oben habe, denn ich möchte jetzt einfach, dass die Eibe vorrangig ihre Energie in diese zukünftigen Polster hinein richtig reinpowert. Dafür kriegt sie jetzt auch noch eine Portion Dünger. Und jetzt müssen wir natürlich eins noch machen. Wir müssen mal kurz vergleichen, wie die Vision und das Zwischenergebnis aussieht. Ich gehe mal aus dem Bild und ich finde, so arg weit weg sind wir zumindest mal grob nicht mehr. Aber es ist natürlich weiterhin ein ewig langer, weiter Weg. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den teilentrindeten Stämmen funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert, weil die Eibe einfach richtig gut Kalus bilden kann. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ich halte euch dieses Wochenende oder diesen Freitagabend nicht so lange von euren Bäumen ab. Und deswegen sage ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, der nächste Schritt hat euch gefallen für dieses Projekt. Und ich verspreche, es wird keine 3 Jahre dauern, bis das Ding das nächste Mal auf den Tisch kommt. Wir werden im Frühjahr umtopfen. Dann werden wir mal schauen, wie es hier wächst. Und dann gucken wir mal, wann wir meine Vision wieder im Video sehen. Für jetzt und hier, vielen Dank nochmals. Und wir sehen uns nächsten Freitag, 18.30 Uhr, hier bei YouTube, bei My Bonsai & Koi. Und bis dann, passt auf eure Bäume auf. Es soll echt nass werden.